sonst hätte die Premiere stattfinden können als hier, im Innenhof des Münchner Isartors, in dessen Ecktürmen ja das Valentin-Karlstadt-Museum beheimatet ist. Der Film durch und durch valentinesk. Der Arbeitstag im Frisiersalon beginnt mit Müßiggang. Die Bilder sind gut 100 Jahre alt. Die Musik ganz frisch, komponiert von Konstantin Wecker, der ein großer Valentin-Fan ist, seitdem er denken kann. Ich lache immer bei Valentin-Filmen. Wobei die Mysterien eines Frisiersalons wohl der speziellste aller Valentin-Filme sein dürfte, entstanden in Zusammenarbeit mit Bert Brecht, der Valentin sehr bewundert hat. Bert Brecht hat irgendwann gesagt, sein einziger Lehrmeister wäre Karl Valentin gewesen. Als Peter Syr an dieser Ausstellung über diese filmische Zusammenarbeit zwischen Brecht und Valentin gearbeitet hat, kam ihm die Idee, Konstantin Wecker um die Vertonung zu bitten. Der hat zuvor zugesagt, auch weil er in jungen Jahren bei Stummfilmvorführungen live improvisiert hat. Und insofern habe ich auch bei meiner Komposition, bei meiner Kompositionsarbeit für andere Filmmusiken eigentlich auch immer spontan eigentlich zum ersten Betrachten des Filmes gespielt. Bei der Vertonung von Mysterien eines Frisiersalons hat Wecker zusammen mit seinem Produzenten Florian Moser die Anmutung der Stummfilm-Ära in eine zeitgenössische Form gegossen. Wir sind mehr der inneren Struktur des Films gefolgt, wie man heutzutage Filmmusiken komponiert. Mysterien eines Frisiersalons ist auch in der Filmgeschichte ein gewisses Mysterium. Kenner schätzen ihn durchaus als expressionistischen Splatterfilm seiner Zeit voraus. Das breite Publikum konnte sich nicht so recht erwärmen, obwohl Bert Brecht für eine großartige Besetzung sorgte. Das bedeutet, dass wirklich die Crème de la Crème der damaligen Schauspieler und vor allen Dingen auch Filmschauspieler, Bühnen- und Filmschauspieler in diesem Film vertreten sind. Leider steht noch nicht ganz fest, wo und wann diese neu vertonte Fassung nun regelmäßig zu sehen sein wird. Denn das Valentin-Karlstadt-Museum geht ab 7. Oktober in eine Renovierungspause.